Das vorerst letzte Heimspiel im Konferenzstadion für die Augsburger Panther. Die sind vorletzter sicher und müssen darauf hoffen, dass nicht Kassel, Dresden oder Krefeld Meister wird in der DL2. Und die Eisbären Berlin zu Gast. Für die geht es noch um alles, um Platz 10. Und dazu brauchen sie einen Sieg. Die Eisbären in den weißen Trikots. Zweite Minute, bringen die Scheibe raus. Und die Chance für Clark nach dem Pass von Veilleux an den Außenpfosten. Auf der anderen Seite Augsburg mit Razowski, der verliert die Scheibe und schneller Konter. Der Eisbären Berlin 3-1. Der Pass von Grenier auf Matt White und der jubelt, denn die Scheibe knapp über der Linie. Natürlich viel zu offen die Augsburger Panther und dann trudelt der Puck an Markus Keller vorbei. Knapp über die Linie, 1-0 für die Eisbären Berlin durch den ehemaligen Augsburger Matt White. Sein 15. Saisontor. Sehr, sehr eng. Schiedsrichter, schauen sich das mal an. Gaben den Treffer. Dann dieser Check von Better gegen Drew LeBlanc. Und das passte einem überhaupt nicht. Henry Hase, der schnappte sich Better. So ein wirklicher Fight war das da nicht. Das war eher eine Tracht Prügel für Better. Das Problem nur, es gab 2 Minuten Strafe für Better und 5 für Hase. Also Powerplay für die Eisbären. Föderl mit der Chance. Riesensave von Markus Keller. Und dann Novak. Und irgendwie trudelt die Scheibe über die Linie in den letzten Sekunden des ersten Drittels. Das 2-0 für die Eisbären Berlin. Das Ding von LeBlanc, von dessen Schläger noch abgefälscht. Und dann 3 Mann vor Markus Keller. Nach dem Pass von Nöbels auf Novak. Krummes Ding zum 2-0 für die Eisbären. Powerplay-Tor für die Gäste. Die Mannschaft von Kai Zuikkanen, die Augsburger Panther. Die hatten bis dahin wenig Chancen. Sehr konzentrierter Auftritt von den Eisbären. Läuferisch stark, in den Zweikämpfen gut. Das ging dann auch im zweiten Drittel so weiter. Alex Grenier beschützt den Puck gut, nimmt Matt White mit. Und der sieht Giovanni Fiori, ein klasse herausgespieltes Tor. 3-0 für die Eisbären. Nummer 20 für Fiori, den besten Torschützen der Berliner. Diese Reihe sehr stark mit Grenier. White dieses Mal als Vorbereiter und Fiori kommt mit Tempo rein und überwindet Keller. 3-0 für Berlin Anfang des zweiten Drittels und Augsburg immer noch nicht wirklich drin in dieser Partie. Boryczak durch die neutrale Zone mit viel, viel Tempo. Novak mit dem Schuss, Keller und Föderl. 4-0 für Berlin. Leo Föderl, der schon beim letzten Spiel bei der knappen Niederlage nach Penaltyschießen gegen Bremerhaven 2 Tore geschossen hat, trifft auch hier. Saisontor Nummer 17 für Föderl. Klare Sache, Mitte der Partie für die Eisbären. 4 Tore Führung. Die Antwort der Augsburger Panther. Jetzt sie mal mit einem Konter, weil Gregorz hier klasse schaltet und Wenström findet. Auf einmal ein 2-1. Sebastian Wenström, kurzes Eck, Tor. Gute Antwort der Augsburger Panther mit dem 1-4 in der 29. Minute. Gregorz mit dem Aufbaupass und in dem Fall die Eisbären viel zu offen. Und Wenström, Saisontor Nummer 17. Bis dahin Berlin dominierend, aber dann spürte das Kurt-Frenzel-Stadion. Da ging noch was für die Mannschaft. Und das dritte Drittel war dann wirklich auch richtig persönlich. Powerplay für die Augsburger Panther. Borzowski bringt die Scheibe, kriegt sie hinter dem Tor wieder. Da ganz, ganz frech an den Schlittschuh von Tobias Antschitschka zum 2-4. Zieht durch. Und ob das Pass oder Schuss sein sollte, egal, auf jeden Fall fälscht Antschitschka unglücklich ab. 2-4, 53. Minute. Und das Stadion verwandelt sich in ein Toller aus. Sogar die Welle ging durchs Kurt-Frenzel-Stadion. Payal, super Einsatz, harter Sauge für Matt Pumpe. Und auf einmal glaubten die Panther wieder an einen Sieg und auf einmal fingen auch die Eisbären Berlin das Zittern an, denn sie brauchten die 3 Punkte für die letzte Chance auf die Playoffs. Pumpe mit dem 3-4. Die Explosion des Kurt-Frenzel-Stadion. Aber zu mehr reichte es für die Augsburger Panther nicht mehr. You know, this is unglaublich, diese Zuschauer, jede Nacht. Sie kommen in der Unterstützung, ist unglaublich. Und sie wäre immer in mein Herz. TJ Trevelyan, der Publikumsliebling, mit dem Dank und auch Lob von Henry Hase für die Fans.
Ja, man sieht da auch mal wieder, dass die Eishockey-Fans die geilsten der Welt sind. Die beste Sportart. Die halten ja auch alle zusammen. We started off really well, but this building's a hard place to play. And as you can see, the fans are pretty loud and they give the Augsburg team, you know, a lot of energy. Die Fans brachten den Augsburger Panther noch mehr Energie. Aber der Sieg geht an Berlin. Die Minimalchance auf die Playoffs lebt weiter. Und auf der anderen Seite 6.179 Fans im ausverkauften Konferenzstadion. Und die Augsburger Fans, die feierten die Mannschaft. Und die muss jetzt den Eisbären Berlin Schützenhilfe geben und am Sonntag gegen Frankfurt gewinnen, damit Berlin noch auf Platz 10 kann. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.